Monopoly ist ein Spiel, da geht's um grosse Summen. Man scheffelt das Geld dort möglichst viel, der Reichste hat zuletzt gewonnen. Den Mannen, die das dazumal so gerne gespielt vor Jahren, für die ist es jetzt ganz normal, mit Geld so zu verfahren. Sie scheffeln Geld im Casino, sie scheffeln Geld der Börse. Verlierer merken es gar nicht, so wie nicht das Gefühl, es stört sie. Beim Monopoly geht es so, die Verlierer können ihm kaufen. Darum wäre das Spiel fertig schon, doch bringt man es wieder zu laufen. Wenn Geld verteilt wird von der Bank, das auch konsumieren. Die Verlierer sagen Gott sei Dank und die Sieger profitieren. Sie scheffeln Geld im Casino, sie scheffeln Geld der Börse. Die Verlierer merken es gar nicht, so mir hat nicht das Gefühl, es stört sie. Im rechten Leben ist es so, dass Banken selber spielen. Sie sind ja meistens Zeiger, die Milliardengewinner zählen. Für das der Gewinn noch grösser wird und die Börsengeschäfte rentieren, tun grosse Banken das Geld im Spiel gerade selber produzieren. Sie scheffeln Geld im Casino, sie scheffeln Geld der Börse. Die Verlierer merken es gar nicht, so mir hat nicht das Gefühl, es stört sie. Wenn die Nationalbank, wie sich's gehört, für alle das Geld wird schöpfen, dann wäre der Gewinn nicht mehr unerhört, wo die Grossbank daraus hat löpfen. Und die Spiele wären so angelegt, dass niemand müsst verlieren. Das Vollgeld wäre so verteilt, dass alle profitieren. Und das Monopoly wäre ein Spiel wie 9 Ziel Jassen. Real im Leben hätten viel mehr Vollgeld in der Kasse.